und nicht der von TikTok. Gut. Was ziehen wir uns rein? Ich weiß nicht, was noch so rausgekommen ist. Ich habe gesehen, gestern, das können wir uns noch reinziehen. Den zweiten Teil von Kein Konzept. Hier, zweiter Teil. Das würde ich mir noch gerne reinziehen. Das ist YouTube Deutschland, zweiter Teil. Ein bisschen Nostalgie nochmal genießen. So, 1080p, kurz. Oh! Oha, Chat! Pock! Was geht hier ab? In 4K, heute nur für euch! Gebt direkt schon mal einen Daumen nach oben an den Kein Konzept. Da muss ich mir heute kein Rumgenörgel und Geschnörgel die ganze Zeit im Chat anhören, dass schlechte Quali ist. Hier habt ihr 4K. Bitteschön. Lasst mich in Ruhe. 4K zu wenig. Ach komm, wir gehen rein. Monetarisierung ist weg. Also würde es mich auch freuen, wenn ihr folgendes checkt. Oh, solche Flashbacks, danke. Das war echt ein gutes Video. Ich hoffe, der haut noch mehr raus, aber irgendwann gibt's ja auch nichts mehr. Teil 2. Ich hoffe, dass Revi noch immer nicht dabei ist. Ich sag, ich auf mit Videos. Ich bin der Champ Kleiner. Ich mach jetzt ja, Musik und so. Und wenn du was anderes. Hallo, Freunde. Na, wisst ihr, was heute ist? The News. Also selber wie immer. Schnauzefresse. The News. Ein Problem. Digga, das war auch wild damals. Mit der ganzen Scheiße. Warum ist Revi nicht behindert? Die meisten. Okay. Warum startet das direkt so? Wo wir gesagt haben. Hallihallo und herzlich willkommen zum neuesten und besten Konzert im Haus. Es hat sich echt einiges getan, ihr seht jetzt... Warte mal, war das Revi? Hallihallo und herzlich willkommen zum neuesten und... Ist das Revi? Oder hat er extra versucht, ein bisschen höher zu reden? Der erinnert mich an diese ganzen RP-Kids auf den RP-Servern, die extra versuchen, nicht höher, genau tiefer zu reden. Extra nochmal ein bisschen tiefer zu reden, Bruder. Besten Konzert im Haus. Was geht, Bruder? Nein, alles gut. Getan. Ihr seht jetzt immer vorher, nachher wieder. Und ja, Revi gehört auch dazu. Wir sind Team Swag. Der Konzept von Alblali besteht aus Pranks. Ich will eigentlich nicht, dass ihr mich so seht. Hey Leute, darf ich mitmachen? Ja klar. Das Ding ist, es hat sich, glaube ich, gar nichts getan an Revi seiner Qualität, weil er übersteuert heutzutage noch immer die ganze Zeit, wenn er rumschreit im Stream. Was hast du denn? Ich habe 17.100. Aber Anton weiß ja praktisch schon so eine Lebensaufgabe, irgendwann die Triple zu machen. Was ist YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem neuen Channel. Alles geil. Ich bin hier in das Studio, wie ist das, Ananas? Hab nur hier eine Gruppe, sag mal. Wie ist das, Ananas? Hallo. Du bist Bescheid. Bro, warte mal. Ey, Bro, wie lang ist das her? Zu krass. Wirklich zu krass. Tagi sieht einfach komplett anders aus. Wer ist das? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Auch Bibi, ja, Bibi auch einfach komplett anders. Haben wir heute die ganze Truppe, sag mal alle Krass. Hallo hier. Hallo! Guck mal jetzt auf einmal, Bro, die sind noch... Sag die Wahrheit, Alter, worauf nimmst du auf das iPad, Mann? Digga, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir haben keinen Kontakt mehr, Bruder. Wege trennen sich und das ist normal, Digga. Wir sind zwei Künstler, jeder geht seinen eigenen Weg und das ist normal. Verstehst du? Der macht doch jetzt so Krypto-Zeug. Ich sehe immer, wenn er live geht auf Twitch, ist er irgendwie gerade in Dubai unterwegs, holt irgendwelche Privatjets ab. Der Bree ist auf jeden Fall... Der genießt seinen Hayat auf jeden Fall aktuell. Also, das sehe ich aktuell von Slavik. Ich trade mit ihm. 75% down. Sehr, sehr gut. Ja, der macht aktuell noch so. Ab und zu macht er EL-Streams, das habe ich gesehen. Deswegen habe ich den Erfolg wegen Krypto. Ich finde das eigentlich gar nicht schlimm, wenn die Leute was mit Krypto machen. Es kommt immer drauf an, was halt so, weißt du? Wenn das so Programme und sowas sind, dann ist das immer, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, aber zum Beispiel Hoss. Dieser Hoss von YouTube. Der erklärt immer Sachen ganz nice, den verfolge ich auch gern. Nicht Adam Ross, Bruder. Genau, Kyle Hoss. Den verfolge ich und ich finde das nice, weil der bringt mir immer viele Sachen bei. Ich finde, an sich ist ja Krypto nichts Schlimmes, aber es gibt halt sehr viel Scam auch zwischendrin. Na? Genau halt wie bei der ganzen NFT-Geschichte. Das war eine übel, übertrieben geile WG-Zeit von denen, aber... Es ist natürlich immer voraussehbar, dass sowas halt auch endet, ne? Irgendwann hast du das Maximum erreicht. Und ist auch gut so. Einfach alle. Ja, was für Bob Ross. Was macht der denn jetzt hier, Bruder? Ey, ich will gar nicht in die Kommentare gucken. Nein, bitte nicht, Bruder. Ey, hör auf, kein Konzept. F*** mich doch nicht. Bitte, was macht der da drin, Bruder? Sowas halt auch endet, ne? Irgendwann hast du das Maximum erreicht. Und ist auch gut so. Einfach alle haben sich getrennt. Jeder macht seinen eigenen Stuff. Es ist echt nicht mehr das Gleiche. Es ist ja auch komplett auch alles. Einfach alles gebrochen, ne? Früher, ne? 2013, 14, 15, 16. Egal, er hat recht gehabt. Er hat recht, plus eins gegeben. Das ist keine Reactions auf YouTube, das hat man nie gesehen. Gar nichts hat man da gesehen. Und auf einmal ist das so gekommen mit Streamen, jeder reagiert drauf. Ja.
So, wenn ich jetzt gerade genau in diesem 0815-Zeug stattfinde und mich halt der Dicke mit der Brille, dementsprechend ja. wohlfühle mit dem, so, natürlich fühle ich mich angesprochen. Was er sagt, ist auch wahr. Das habe ich bei Tim im Podcast gesagt, ist immer noch meine Meinung. Aber ich glaube, noch kann ich mich ein bisschen ausruhen. Noch. So, da war YouTube noch legendär, Alter, diese Zeit. Genau, ehrlich. Das waren noch geile Zeiten, ey. Haben wir alles miterlebt, Leute. 2015 war die geilste YouTube-Zeit, ehrlich. 2015 war so geil, Alter. Kann so ich 15, 16. Sagen. Früher dachte man, als man das als Kind gesehen hat, dass es so einfach endlos geht. Weißt du, dass es niemals ein Ende haben wird, Digga. Und jetzt sind wir alle erwachsen und merken, was die Realität ist. Oha, Bruder. Ich war ja voll deep in dem Moment. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist so sad eigentlich, ne? Das ist ja wie Sage. Das waren echt harte, tiefe Worte, Bruder. Gänsehaut. Hart. Hallo, ich bin ach, Dunja, ach. Jetzt mal ernsthaft Frage, Sascha. Mich interessiert das, Digga. Ich hab mir jeden Sonntag. Bist du Steelers-Fan? Nein, ich bin kein Steelers-Fan. Lass mich bitte das Video gucken, Bruder. Ich hab ihm eine Insta-Story gepostet mit diesem Shirt. Und das Erste, was die Leute fragen, ist nicht, dass sie sich freuen, dass ich wieder live bin. Nein, die fragen mich, ob ich Steelers-Fan bin. Nein! Einfach, weil sie immer gut waren. Was ist das Problem? Ich sagte, das war ein Zusammenspiel zwischen Einsendungen. Aha. Und Kopfschmerzen von meiner Seite aus dann. Also ich hatte so Kopfschmerzen, weil ich halt immer auf einem Level einfach abliefern wollte, dass ich dann letztendlich gesagt habe, okay, ich muss einfach chillen mit allem. Ja, es wird nie wieder so sein wie früher. Hart. Es wird nie wieder so sein wie früher, weil diese Erinnerungen, die wir damals zusammen gemacht haben, die sind nicht mehr so wie heute. Heute ist die Welt anders, die Welt ist schnelllebiger und vor allen Dingen das, was wir damals gemacht haben, ist doch heute nicht mehr aktuell und wird auch nicht mehr. Was geht im Chat ab? Bruder, was geht im Chat ab? Was? Warum steht im Chat die ganze Zeit, ich bin ein Sohn? Warum steht... Hä? Ey, warum kacken immer alle bei Revi rein, Bruder? Warum trollt den immer jeder? Also gut, bei mir ist es auch so, aber er redet gerade voll über so ein ernstes Thema. Er kann darüber reden, weil er gehört einfach dazu und trotzdem trollt den jeder. Was soll das? Kein Konzept so gottlos, Bruder. Die haben sich auch gebieft. Er hat doch einfach kein Konzept angerufen bei der ersten Folge, weil er nicht dabei war und hat den beleidigt. Und dann haben die sich gestritten und deswegen hat er das wahrscheinlich noch im Nachhinein hat er das noch eingebaut. Geschaut werden. Viele Leute halten sich so ein bisschen an dieser Nostalgie von früher fest und sagen, ich will dieses von früher zurückhaben, aber... Ach so, es ist ein Emote. Hä, warum trollt der Chat so rein bei so einem ernsten Thema? Es nie wieder geben, so. Das wird es leider nie wieder geben. Früher gab es mehr Leute... das geht hier, auf keinen Fall wird das Emote hier reingemacht. Hast du verstanden, I'm ravishing? Das die originellen nicht rein. Content gemacht haben, aber auch Content schneller produzieren konnten, weil heute das Niveau... Okay, wir haben nochmal richtig. Das wird es leider nie wieder geben. Früher gab es mehr Leute, die originellen Content gemacht haben, aber auch Content schneller produzieren konnten, weil heute das Niveau von Content sich einfach geändert hat. Und die wenigsten Leute verstehen überhaupt, wie aufwendig das ist, sondern sie sehen nur das Endprodukt und sagen, ey, cooles Video. True. Früher gab es nicht so viele Leute, die nur ganze Zeit Reactions gemacht haben. Die haben auch noch eigenen Content gemacht. Die haben nicht einen Stream gestartet und haben 2 Stunden Reactions gekickt und dann erst mit eigenem Content angefangen, sondern die haben sich halt Gedanken gemacht, ne? Die haben sich Gedanken gemacht. Aber gut, so ist das halt nun mal. So ist das halt nun mal. Boah, kurz gesagt, auch sehr, sehr stark. Echt mal gespannt, wann ich mein letztes YouTube-Video hochlade, war. Wahnsinn. Irgendwann wird dieser Zeitpunkt sein, Chat. Irgendwann ist dieser Zeitpunkt, wenn auch ich mein letztes YouTube-Video hochladen werde, wahrscheinlich. Na. Kommt das. Vielleicht kann ich aber auch... Ey, er trollt so rein, Bruder. Was soll das? Was soll das, Bruder? Vielleicht höre ich aber auch gar nicht das auf und mach immer der weiter. Der arme Bruder. Was? Auf und mach immer weiter. Ey, aber starkes Video, war gut. Kommt noch ein dritter Teil. Ich hoffe, es kommt noch ein dritter Teil.